Zwei Tage später. Peggy verdrängt ihre Geldsorgen. Allerdings hat sie die Rechnung ohne Freundin Mary gemacht. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich geh mal ins Lager. Ich glaube, ihr habt da was. Was ist denn los? Was los ist? Mach mal deine Augen auf. Ha? Was? Meine teure Uhr ist weg. Ja und? Ja, nix und ich möchte sie wieder haben. Ich hab sie nicht. Peggy, ich glaub dir kein Wort. Ja? Du warst diejenige, die bei mir daheim war, als mir so schlecht ging. Ja, und da habe ich meine Uhr ausgezogen, sie hingelegt. Ja. Und seitdem ist sie weg. Ja, ich habe damit aber nichts zu tun. Oh, ich hab 2 Tage dann Magen-Darm. Ja, mir ging's echt schlecht und es hat dich null interessiert. Wie Magen-Darm? Ich dachte, du... Keine Angst, ich bin nicht schwanger. Ja? Okay. Ich möchte nur meine Uhr wieder haben, Peggy. Mann, ich hab deine Uhr aber nicht, Mary. Ich glaub dir kein Wort mehr. Ja? Seit deinem Babywunsch gehst du über Leichen. Und übrigens, Mike hat mir von dem Diebstahl erzählt. Das tut mir furchtbar leid. Ich habe das wirklich. Ich wollte eigentlich gar nichts klauen. Ich habe das nur für meine Familie getan. Tut mir sauber leid, aber so bist du jetzt mitgekommen. Okay, du kannst deine Uhr ja wieder haben. Es ist in Ordnung. Ich will meine Uhr wieder haben oder ich erzähle dem Mike von den illegalen. Nein. Bestellungen im Internet. Nein, bitte nicht. Ich gebe sie dir wieder. Versprochen. Ist doch. Was? Du hast deine Freundin beklaut? Ey, Mama, nerv mich jetzt nicht. Also, und was ist das mit diesen Diebstählen? Und was ist das mit dem Internethandel? Was machst du eigentlich, Peggy? Mama. Ja, ich bin noch nicht fertig. Die 200 Euro aus der Kasse, das warst doch auch du, oder? Wenn du so geizig bist, helfe ich mir eben selbst. 1, 2 Euro. Also jetzt verstehe ich dich wirklich nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von dir. Geh jetzt, mach Feierabend, geh mit Mary mit und gib ihr die Uhr zurück. Und über das Geld reden wir morgen, ja? Eine halbe Stunde später. Peggy ist aufgeflogen. Die 26-Jährige steckt in einer finanziellen Sackgasse. Was ist denn das überhaupt alles? Kamera? Mary, hier ist deine Uhr. Ja. Du Peggy, ich bin stinksauer. Ja, es tut mir leid. Ja, es geht mir nicht nur um die Uhr. Du rast du eigentlich, wie du dich total veränderst? Schau dir mal den ganzen Kram hier an, das gibt's doch nicht. Ist das überhaupt bezahlt? Du vertickst das Zeug weiter. Du machst dich strafbar, Mädchen. Ja. Und alles wegen diesem bekloppten Kinderwunsch. Okay. Du brauchst Hilfe, Peggy. Du hältst meinen Kinderwunsch für bekloppt. Weißt du was, dann nimm deine Uhr und verpiss dich. Ach, weil dann lebst du dein Leben und ich lebe meins. Ich bin allein weiter rum, ich lass mich nicht mehr verarschen. Ey. Ganz ehrlich. Mike, was machst du denn hier? Mike? Ich dachte, du bist in der Arbeit. Nee, heute war doch mein Zahnarzttermin. Aber kannst du mir mal erklären, was die ganzen Sachen da sollen? Die sind nicht von mir, die gehören der Mary. Die lagern wir nur für sie. Boah, bitte, was? Boah, ich halte nicht mehr lange den Kopf für dich hin, Peggy. Nicht nach der Sache mit der Uhr. Ach übrigens, deine liebste Peggy hat ihre eigene Mutter beklaut. Wie krank ist das denn? Das ist nicht dein Ernst. Ha, und das war noch nicht alles. Pass auf, sie hat vertickt Elektrokram, ja? Aus dem Internet, hat die es noch nicht mal bezahlt. Das ist nicht dein Ernst. Peggy, das ist doch nicht dein Ernst. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Du hast mir die ganze Zeit nur was vorgemacht. Du beklaust deine Freundin und beklaust deine Mutter. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt kommt's mir gerade noch. Falk hatte gemeint, nach meiner Geburtstagsparty haben ihm 50 Euro gefehlt. Peggy, bitte sag mir nicht, dass du das warst. Schauen wir mal, was er dabei hat. Nochmal 50. Ist auch okay. Bleibt ihr unter Freunden. 50 Euro? Die Steffi hat mir auch noch erzählt, dass ihr 50 Euro gefehlt haben. Nicht dein Ernst. Boah, wie krank ist das denn? Peggy, was ist mit dir los? Das ist doch total verrückt. Peggy, wach auf! Hey, ich hab keine Lust mehr.
Mach dein Kram alleine, echt. Ich gehe jetzt. Komm. Peggy, ich kann das einfach nicht glauben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, du hast mir die ganze Zeit nur was vorgespielt. Du beklaust deine Mutter, du beklaust deine Freunde. Das ist doch verrückt. Ja, ganz ehrlich, wenn du mich schwängern könntest, wärst du doch gar nicht so weit gekommen. Boah, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das verpacke ich nicht. Was, ist das dein Ernst? Ja, nee, okay, Mike, nee, sorry, warte. Mike ist jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass seine Frau das Thema beiseite gelegt hat. Das ist jetzt natürlich ein Schock für ihn und eine harte Zerreißprobe für die Beziehung. Wie viele Kinder hast du jetzt eigentlich? Ich habe immer noch keine Kinder. Das ist momentan auf Eis gelegt. Dann könnten wir es ja glatt noch mal probieren. Gut, wenn er mir nicht helfen kann, muss ich mir eben anders was überlegen. Hi, Patrick. Du, sag mal, könntest du vielleicht vorbeikommen? Ich brauche dich gerade wirklich dringend. Einige Stunden später. Mike hat seine Drohung wahrgemacht und ist nach dem Streit ausgezogen. Peggys Ex-Freund Patrick ist ihre letzte Rettung. Denn die 26-Jährige will nach wie vor um jeden Preis ein Kind bekommen. Na jetzt erzähl doch mal, was ist eigentlich los bei dir? Ach, weißt du, ich habe mich mit meinem Mann gestritten, ich habe mich mit Mary gestritten. Aber im Endeffekt sind die schuld, weil sie mich einfach nicht verstehen. Und deshalb bin ich so froh, dass du jetzt hier bist, wirklich. Es tut so gut, mal unter normalen Leuten zu sein. Danke, für dich gerne. Dankeschön. Du sag mal was anderes. Wegen den 200 Euro, die du noch von mir bekommst. Und du hast doch gemeint, man könnte das vielleicht doch irgendwie anders regeln? Weil ich habe gerade einfach echt kein Geld. Durchaus. Ja? Aber warte kurz, ich hole noch schnell die Kondome, okay? Ach komm, die brauchen wir doch nicht. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Aber du verträgst doch nicht die Pille, so war das doch damals. Ach komm. Was wird das hier? Entspann dich doch mal. Peggy, ist das dein Plan? Erst hast du dich mit deinem Mann gestritten und jetzt soll ich herhalten für dein Kind? Du blöde Bitch, das kannst du vergessen. Ich habe keinen Bock auf ein Kind. Also sag mal, dann verpiss dich doch ja, und geh. Ciao. Peggy hat jeden Bezug zur Realität verloren. Aber Hilfe könnte jetzt das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland geben. Denn immerhin brauchen ca. 15-20% der ungewollt kinderlosen Paare intensive psychologische Betreuung. Eine knappe Stunde später. Peggy ist verzweifelt. Sie weiß nicht, wo sie Geld für die künstliche Befruchtung herkriegen soll. Im Treppenhaus macht sie eine interessante Entdeckung. Andrea? Hallo? Mama, die spinnt ja wohl. Ach du kleiner Schatz. Weißt du, die hier in der Kälte, ich glaube, da hat's. Oh, komm hier, ich bin ja da. Oh. Na, du Mann. Bist du schon ganz durchgefroren? Aber jetzt bin ich hier. Peggy? Was machst du mit meinem Baby? Ich rette ihm wahrscheinlich das Leben. Du kannst die Kleine doch in der Kälte hier nicht einfach stehen lassen. Geht's noch? Ich war jetzt ganz kurz weg. Gibst du jetzt bitte mein Kind wieder her? Nein, du kriegst dein Kind nicht wieder. Peggy, du bist eine absolute Rabenmutter. Du weißt ganz genau, dass du krank bist, dass du ein Problem hast, weil du keine Kinder bekommen kannst. Also gib mir jetzt bitte mein Kind wieder. Du kriegst dein Kind nicht wieder. Andrea, lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an, Andrea. Das Kind jetzt ja. Hey, was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Meine Klamotten holen, aber kann mir mal bitte jemand sagen, was hier los ist? Peggy, was machst du mit dem Kind? Ich war jetzt ganz kurz weg und dann komme ich und hat die Irre mein Kind auf dem Arm und gibt's mir nimmer. Weil sie es hier im Gang erfrieren lässt. Ey, du bist doch total... Peggy, hey, schau mich an. Hör mal zu. Peggy, bitte gib Andrea sofort das Kind zurück. Hey, du gehst zu weit. Bitte gib ihr sofort das Kind zurück. Andrea ist unsere Nachbarin, unsere Freundin und auch eine gute Mutter. Peggy, genauso wirst du auch mal sein wirst. Aber bitte, du musst dir jetzt das Kind zurückgeben. Komm wieder zum Verstand. Oh Gott, Andrea. Hier. Bist du krank? Es tut mir so leid, bitte. Ich weiß überhaupt nicht. Du brauchst echt Hilfe. Ich hasse dich. Du bist gleich Mann, Andrea, bitte entschuldige. Hau ab.
Fass mich nicht mehr an. Das und tut mir fass nie mehr, mehr mein Kind an. Nie mehr. Peggy, hey, was machst du denn da? Ich weiß es nicht. Mike, ich weiß es nicht. Ich habe echt Scheiße gebaut. Jetzt klaue ich schon Babys. Ich mache irgendwelche illegalen Scheißsachen. Ich weiß doch überhaupt nicht mehr, was mit mir los ist. Nee. Ich brauche echt Hilfe. Bitte. Peggy hat hier wirklich großes Glück. Weil hätte Mike Andrea nicht besänftigen können, dann wäre Peggy vermutlich wegen Kindesentführung einige Jahre ins Gefängnis gegangen. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head. Einige Monate später. Die 26-jährige Peggy ist in Therapie. Ihr zwanghafter Kinderwunsch hätte um ein Haar ihr Leben ruiniert. Wir müssen vielleicht nochmal zusammen drüber schauen. Mhm. Also so, die Sachen, die du nicht verkauft hast, die können wir zum Glück zurückgeben. Aber bei dem Rest, ja, da müssen wir mal gucken. Ja, bisschen belastend, dass es noch fast 1000 Euro sind. Ja, ich meine, aber wenigstens hat Patrick schon mal seine 200 Euro. Ja. Und den Rest kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, hey, wirklich, Gott sei Dank hast du ihm das Geld gegeben. Da bin ich so froh. Kein Problem. Es war zwar, ja, war zwar ein Notgroschen, aber ich meine, jetzt haben wir die Sache jetzt geklärt. Ja. Und ich meine, Bärbel hat ihr Geld auch wieder. Mhm. Und mit Mary bist du ja auch quitt. Ja. Es ist nur die Frage, hast du dich schon bei Steffi und Falk entschuldigt? Genau. Hab ich gemacht, ja. Okay. Bei denen habe ich mich entschuldigt. Die haben die Entschuldigung angenommen. Perfekt. Und ihr Geld haben sie auch schon wieder. Super. Ja, ganz ehrlich. Und den Rest stottern wir jetzt noch irgendwie ab. Das kriegen wir schon hin. Und dann können wir auch endlich wieder ein ganz normales Leben führen. Ja, ganz normales ja nicht. Ja. Komm her. Wer ist das? Die Mama. Ah. Hallo, hallo, grüß dich. Deine. Schön, dass du da bist, Mami. Ja. Hallo. Hi. Hi. Alles klar? Ja, was gibt's denn jetzt so Dringendes, dass ich sofort kommen musste? Hier. Wir haben was für dich. Wieso? Ich hab doch nicht Geburtstag. Macht nichts. Nur eine Kleinigkeit. Ja, aber ich hab gesagt, ihr sollt euch Zeit lassen mit dem Geld. Nein, und mach's auf. Komm. Du freust dich bestimmt. Ja? Ja. Ja, aber... Das ist ein Ultraschallbild. Ja, richtig. Das ist nicht irgendein Ultraschallbild, Mama. Ich bin nämlich schwanger. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Ich werde Oma. Ja. Mein Gott, das ist ja... Und das sogar ganz ohne Hilfe. Naja, nicht ganz ohne Hilfe bei den Hormonen, die du geschluckt hast. Ja. Das hat ohne künstliche Befruchtung funktioniert. Ja. Ja, aber die Ärzte haben ja gesagt, es gibt eine minimale Chance. Und mein Gott. Haben wir wohl genutzt. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott, ich freue mich so für euch.